Ja, wir nehmen diese Wertungskonferenz auf in dem Bewusstsein, dass sie es nicht mehr auf den, der DVD von dem Heft schaffen wird, wo auch der Test drin ist. Aber wir reichen es dann in der nächsten Ausgabe nach. Und das Spiel ist ja für uns das Wichtigste des Jahres, kann man so sagen. Deswegen, glaube ich, sollten wir auch darüber diskutieren, ob es denn nun die Erwartungen erfüllt oder nicht. Und das wäre auch schon meine erste Frage. Ich habe es bisher noch nicht selbst gespielt, aber viel darüber gelesen. Insbesondere in den Mainstream-Zeitschriften, die jubeln ja regelrecht darüber, wie toll dieses Spiel ist. Ja, stimmt denn das? Ja, also ich muss auch wieder jubeln. Ich habe jetzt halt ein halbes Jahr gewartet auf die PC-Version, weil ich damals die Konsolenversion angefangen habe und sehr schnell merkte, dass ich einfach keinen richtigen Spaß an so einem Spiel habe, wenn ich das nicht mit Maus steuern kann. Und ja, ich habe gewartet und es hat sich sehr gelohnt. Ich muss jetzt allerdings noch mal ein halbes Jahr warten, bis ich einen Rechner habe, auf dem es auch richtig geil läuft. Das ist da, glaube ich, kommen wir noch dazu, das ist nochmal ein anderes Problem. Ja. Aber wie seht ihr das? Auf meinem Rechner läuft super und ich halte es auch für ein großartiges Spiel. Vor allem, weil es von allen GTAs, die ich bislang gespielt habe, die beste Story erzählt. Also hast du diesen Niko Bellic, der einfach ein zwar nicht sympathischer, aber wirklich glaubwürdiger, toller Charakter ist. Du hast diese ganzen anderen seltsamen Charaktere, die ja auch nicht unbedingt realistisch sind, aber halt einfach nur Charakter haben. Das sind einfach, du triffst da Köpfe in diesem Spiel. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt auch was mir nicht so gut gefällt, das sind die Missionen. Denn die erzählen zwar alle nette Geschichten, es gibt immer schöne Dialoge währenddessen, aber sie haben alle die gleiche Mechanik. Du fährst von A nach B, musst dann da 5 Gangster erschießen, fährst wieder zurück und kriegst den nächsten Auftrag, fährst wieder irgendwo anders hin. Und so laufen die meisten Missionen im Spiel ab. Also langweilig? Langweilig eben nicht, weil sie eben diese Geschichten erzählen. Du machst es ja auch gerne, um dann weiterzukommen. Und das Spiel hat auch dann wieder nette Mechaniken, dass du zum Beispiel an manchen Stellen, nicht viele, aber immerhin an manchen, mal dich zwischen zwei Wegen entscheiden kannst. Mhm. Schalte ich jetzt den Typen aus oder den, mache jetzt die Mission oder diese. Das ist nicht spektakulär, aber trotzdem zieht es dich mehr in die Geschichte rein. Es ist ja, wenn ich vom letzten PC GTA komme, von San Andreas, dann bin ich gewohnt, gigantische Welt, massenhaft Handlungsfreiheit, vor allen Dingen, weil es ja auch so eine Vielfalt von Gefährten, Hubschraubern, Flugzeugen und so weiter hatte. Und das ist nach allem, was ich höre, in GTA 4 ja dann wieder zurückgenommen. Es ist ein kompakteres Spiel. Fehlt einem da jetzt was? Also ich finde, du hast schon das richtige Wort benutzt, nämlich kompakter. Es ist halt eine kleinere Welt, aber dafür ist die eben stimmiger, da passiert mehr. In San Andreas hattest du ja dann irgendwelche Außenlevels, wo halt dann mal 5 Quadratkilometer nur Wüste war, wo du dann durchfahren musstest. Und das hast du jetzt halt nicht mehr. Dafür ist eben auf engerem Raum mehr los. Mhm. Und halt, wie ich finde, sehr viel los, dass du eben auch natürlich in Geschäfte reinlaufen kannst, mal Bowling spielen kannst. Ja, bringt denn das überhaupt? Was will man das? Am Anfang, muss ich ehrlich sagen, habe ich gedacht, ich will jetzt halt hier GTA spielen, ich möchte jetzt nicht mit dem Roman saufen gehen und dann die Tussi dann zum Bowling fahren und so weiter. Aber das Spiel hat halt so viel drin, dass es dir am Anfang sehr lange eben erklären muss, was es denn so alles so gibt. Und tatsächlich, wie ich finde, ist es ein bisschen übertreibt in der Erklärung, dass du wirklich jedes einzelne Minispiel quasi einmal machen musst, mit immer Einblendung noch, drücke jetzt das und zieh dann das und dann passiert das, bis du halt wirklich verstanden hast, was es da alles so gibt. Später macht man gerade diese Minispiele, diese Dates und so, nicht mehr so oft, es sei denn, man will eben was von dieser anderen Person. Und deshalb hast du eben auch was davon. Wenn du zum Beispiel mit Roman viel ausgehst, dann schickt er dir später auf Anruf dann eben Taxi und fährt dich irgendwo hin. Allein, dass es eben ein Internet im Spiel gibt, das ist, finde ich halt total irre. Und dass du da Kleinanzeigen lesen kannst und dass du da dann auch noch Spam-Mails kriegst, die dann eben auch ganz witzig sind. Und eben diese ganze Welt, dass du dich halt auch mal 3 Stunden vor den Fernseher setzen kannst und kannst da lustige Shows schauen, die auch alle irgendwie noch eine Aussage, eine politische teilweise eben auch dahinter haben. Wie diese mit den Space Marines, die halt irgendwo hin zu diesen niedlichen Tentakeln fahren. Wir machen hier alles platt. Das ist halt total irre, also wie viel Tiefgang das dann eben hat. Ja, und es stecken auch viele schöne Easter Eggs drin. Wenn du zur Freiheitsstatue gehst, bekommst du so ein Freiheitsstatuen-T-Shirt, was natürlich komplett sinnlos ist, aber halt eine nette Idee, einfach nur ein netter Gag. Und die Freiheitsstatue sieht aus wie Hillary Clinton. Ach was? Ja. Ist das nicht? Es ging ja lang und breit durch die Presse, dass dieses Spiel also mehr sei als nur ein normales Spiel, sondern tatsächlich die Art politischer Kommentar oder Gesellschaftskommentar, den man sich dann auch selbst da spielt. Und jetzt aus unserer Spielerperspektive, ist da was dran oder ist das eigentlich Blödsinn? Also ich glaube, das kann dir alles völlig egal sein, wenn du das Spiel spielst, weil im Prinzip, du hast diese nette Story mit Nico und seinen Kumpels, die muss dir aber nicht unbedingt als Satire bewusst sein, sondern du spielst dich da einfach durch, erlebst das und schon dann ist es super. Also brauchst nicht mit diesem Bewusstsein ran zu gehen, das ist Gesellschaftssatire. Sie haben aber viel drin versteckt, gerade in den Fernsehsendungen, gerade im Internet kannst du halt viele Sachen finden. Wenn man dafür jetzt darauf geeicht ist, dann funktioniert das schon. Das ist ungefähr wie bei den Simpsons. Die kann man ja auch schauen, hältst du für eine lustige und gute Zeichentrickserie, aber in Wirklichkeit schlummert darunter halt noch so eine gesellschaftskritische Ebene. Football in die Leisten! Ja. Aber letztendlich fährt man doch rum und bringt massenhaft Leute um. Ja. Also ist ja so der Gewaltgrad im Spiel? Hoch.
Das ist natürlich ein absolutes Spiel für Volljährige, keine Frage. Speziell auch dadurch, weil eben durch das teilweise auch, das ist nicht absichtlich passiert, Fußgänger dann doch durch die Luft fliegen, die Physik-Engine ist. Ah, wenn du an einem Schritt roten Ampel immer hältst. Das machen besonders viele GTA-4-Spieler. Insbesondere spannend natürlich auch für unsere Zuschauer ist die Frage, es gibt es ja von auf den Konsolen schon seit dem Frühjahr das Spiel, was hat sich denn in der PC-Version jetzt eigentlich verändert, zum Guten oder zum Schlechten? Ich kann ganz lustige Filmchen zusammenschneiden mit dem Video. Die sind aber wirklich... ist gekauft. Also du kannst wirklich für jede Minute, die du so während dem Spiel verbrauchst, oder ja, die mit dem Spiel verbringst, kannst du nochmal 5 Minuten draufrechnen, die du mit dieser einen Minute, wie du aus dieser einen Minute ein lustiges Filmchen machst. Also das ist wirklich irre. Das macht mir großen Spaß. Und ja, technisch, da kannst du sicherlich besser sagen, was ich da... Ja, deine Jungs haben sehr viel geflucht, als sie das Spiel unter die Lupe genommen haben. Genau, also spielerisch und so ist es im Prinzip die Konsolenfassung. Der einzige Unterschied ist der Videoeditor, der mich persönlich nicht interessiert. Und dann eben das große technische Dilemma. Und da hat man einfach das Problem, dass es auf jedem fast normalen PC, sagen wir mal der Preisklasse 800, 1000 Euro, je nachdem, schlechter, und zwar essentiell schlechter läuft als auf den Konsolen und dabei oft sogar schlechter aussieht. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die man an und für sich so nicht akzeptieren kann. Mhm. Und besonders ärgerlich ist es, dass es zwar Lösungsvorschläge aller Arten überall im Web gibt, aber keiner im Prinzip reproduzierbar funktioniert. Dass es also mehr so ein Lotteriespiel ist, auf Radiokarten zum Beispiel, ob das Spiel überhaupt startet. Das ist also deutlich Pfusch bei der technischen Optimierung von diesem Spiel. Da wird auch noch nachgebessert werden. Das ist nun für unsere Wertung von dem Spiel nicht relevant, weil es bei uns auf vielen Rechnern, vor allem auf den Rechnern, auf denen wir es getestet haben, wunderbar lief. Und wenn es läuft, ist das Spiel nahezu bugfrei, nach dem, was ihr mir erzählt habt. Deswegen fließen diese technischen Aspekte nicht mit rein. Es ist aber, man muss aber ganz klar sagen und ganz klar warnen an dieser Stelle auch davor, es kann sein, dass das Spiel auf Ihrem Rechner zu Hause gar nicht erst startet oder dass Sie dann mit starken Geschwindigkeitseinbußen leben müssen, je nachdem, was für eine Hardware Sie im Rechner haben. Und da stimme ich dir vollkommen zu, das geht natürlich nicht. Eine zweite oder die wesentliche Neuerung, die das Spiel auch noch hat gegenüber den Vorgängern, ist, es hat das erste Mal einen Multiplayer-Modus. Wie ist der, Fabian? Ah, der ist super. Es gibt 14 Modi, wobei ein paar sind natürlich gedoppelt, also Deathmatch, Team Deathmatch und so weiter. Aber du hast im Prinzip alles, was es so im Singleplayer-Modus gibt, hast du dann auch für den Multiplayer-Modus. Das heißt, du kannst da Autos klauen. Also in Konkurrenz mit den anderen Spielern musst du dich um die Autos eben käbbeln. Du hast so diesen Mafia-Modus, den ich sehr cool finde. Da kriegst du immer Missionen von einem Gangsterboss, die auch ganz abwechslungsreich sind. Zum Beispiel eben klaue das Auto oder transportiere das Auto von da nach da, hol meine Geliebte ab und so weiter. Und alle Spieler müssen sich eben drum kloppen, das als erstes zu machen. Also wenn dann halt irgendwo in der Straßenecke dann eben die Frau steht, dann fährt der Erste vor, sie springt rein, fährt los, dann fährt einer hinterher, drängt den von der Straße, schießt den raus, nimmt die Alte mit, schmeißt ihn in sein Auto wieder rein. Das ist absolut irre. Politisch nicht ganz korrekt. Das macht wirklich einen großen Spaß. Da ist natürlich nochmal das Problem, auch wenn man sich im Singleplayer-Modus noch so mit 25 Frames oder so, also Bildern pro Sekunde, da noch zufriedenstellen kann, ist es halt im Multiplayer-Modus schwierig, weil man weiß ja, wenn sich viel bewegt und man zielgenau dann eben da hantieren muss, dann braucht man halt quasi nochmal einen besseren Rechner oder man setzt halt die Grafikstufen runter. Aber wirklich dadurch, dass sich da 32 Leute in bis zu 8 Teams in der ganzen Stadt im Prinzip da rumbalgen, macht es einen wahnsinnigen Spaß. Also eine deutliche Aufwertung nochmal für die Leute, die bereit sind, das online zu spielen. Oh ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir abschließend nochmal in die Runde fragen, hat es denn die hohen Erwartungen erfüllt, das Spiel für euch? Ja. Ja, ja, würde ich auch sagen. Absolut, ich würde auch gerne noch was zum Abschluss sagen, jedenfalls von meiner Seite, was mich am ganzen Spiel, und das war wirklich beeindruckend, wirklich dann nochmal irgendwie richtig fertig gemacht hat, war der Abspann. Ich werde nichts erzählen, es geht einfach nur darum, wie viele Leute an diesem Spiel mitgewirkt haben. Es ist komplett der Wahnsinn. Mhm. Versuchten Sie mal zum Beispiel die mitwirkenden Leute zu zählen, das ist unmöglich. Mhm. Und das merkt man dem Spiel halt auch an. Man merkt es dem Spiel an, ja. Da passt so steckt viel. Wahnsinnig viel Aufwand drin. Ja. Umso trauriger ist es, dass dieser Aufwand offensichtlich nicht in die technische Umsetzung der PC-Version geflossen ist. Deswegen sagen wir es an dieser Stelle nochmal. Besser vorher mal ausprobieren, sich vielleicht ein Rückgaberecht zusichern zu lassen vom Laden, wenn es zu Hause nicht laufen sollte. Da lieber auf Nummer sicher gehen. Aber wenn es läuft, das ist ein dickes Wenn, aber wenn es läuft, ist es mit Sicherheit das beste PC-Spiel des Jahres. Ja. Absolut.